Jetzt Akt Gore mit Jim Hedmes. Herzlich willkommen bei Akt Gore. Es gibt Filme, bei denen kann man eigentlich ganz dankbar sein, dass sie mittlerweile beinahe verschollen sind. Ja? Und es gibt aber auch Filme, bei denen lohnt sich eine Wiederentdeckung. Ja, und ob es sich bei dem Film heute um so einen handelt, das dürft ihr natürlich wie üblich selber entscheiden. Es geht heute um den Kurzfilm Biotherapy aus dem Jahre 1986, über den ich vor fast 10 Jahren sogar schon einmal gesprochen hatte. Ja, ich hatte mal diesen Film gesehen vor ultra langer Zeit und habe sogar eine kurze Review dazu gedreht, die aber schon seit Jahren nicht mehr existiert. Ihr braucht nicht danach suchen. Ich weiß selbst nicht mehr genau, wann ich sie gelöscht hatte. Jedenfalls weiß ich, ich habe mal darüber gesprochen. Vielleicht gibt es sogar noch ein, zwei meiner Zuschauer, die sich daran erinnern können. Und damals konnte ich mit diesem Film nicht wirklich was anfangen. Ja? Und ja, jetzt habe ich mir ihn aber noch einmal für das Akt Gore Projekt angeschaut, weil ich dachte, ja komm, Kurzfilm, 30 Minuten, das rockst du doch. Und ja, ob dieser Film auch rockt, das werden wir jetzt mal sehen. Biotherapy, wie gesagt, 1986 entstanden, hat dann doch ein paar mehr Sachen hier. Ich habe insgesamt 5 Seiten hier vollgeschrieben während dieser 30 Minuten. Da ist also dann doch einiges passiert. Leider ist es so, dass ich den Film nur auf Japanisch ohne Untertitel habe und der Film hat dann doch sehr, sehr viele Dialoge. Also ich musste jetzt teilweise viel rein interpretieren. Ja, ich hoffe, dass es mir gelungen ist, aber so genau weiß ich nicht. Ich habe einfach den Film nur angeschaut. Ich habe also die Fähigkeit, ich kann einen Film in einer beliebigen Sprache anschauen. Wenn er gut gemacht ist, verstehe ich schon, worum es geht. Ja? Weil ich sage mal, ich kann dann innerlich zuhören. Ja? Ich muss die gesprochenen Worte nicht unbedingt verstehen. Und manchmal ist es dann so, selbst wenn es völlig falsch ist, ich denke mir dann schon die Geschichte dann dazu aus. Und ja, wir fangen an mit so einem kleinen Intro-Text und so weiter, Infotexte, dann sehen wir irgendwie Wasser, also den Strand von Stuttgart oder so, ich weiß es nicht genau, sah so aus wie so ein kleines Stück Meer oder so, und dann sehen wir plötzlich den Weltraum, ja, ich dachte schon unendliche Weiten, jetzt kommt's gleich, und ja, dann ist das aber doch nicht der Weltraum gewesen, sondern dann war das doch nur irgendwie dunkel und dann sind es Autoscheinwerfer, Mulder und Scully sind gerade irgendwie unterwegs und plötzlich weißes Licht und wie Alien-Entführung. Ja, so fängt es hier irgendwie an. Dann sehen wir noch so eine Art Meteoritenhagel, der da rumfliegt. Ja, so ein bisschen wie aus der Blob. Ja, kann man vielleicht kennen. Also ich meine den Original-Blob aus den 50er Jahren, aber egal. Und ja, dann sehen wir schon eine große Villa oder so eine große Uni. Irgendwie so ein großes Gebäude mit einem entsprechenden Labor. Ein etwas älteren Herrn hier, der da gerade forscht. Und dann kommt das Monster. Ja, es geht hier darum, dass die ganze Zeit werden Wissenschaftler hier von einer Art Monster-Mutant angegriffen. Ja? Und ja, so ein bisschen Blut fließt dann auch. Und dann ist es so, einer der immer noch bestechendsten Szenen des Films kommt bei Minute 4. Ja, wir sind jetzt bei Minute 4, jawohl. Und zwar dieser Wissenschaftler, dem wird das Auge ausgedrückt vom Monster. Und diese Augenausdrückszene ist immer noch einer der besten dieser Art. Ja? Bis heute einer der besten Effekte. Viele sprechen immer noch von einem extrem realistischen Effekt. Ja? Also ultra hohe Qualität für die damalige Zeit. Aber die Japaner hatten es ja eh damals drauf. Das war ja kurz nach Guinea Pig und so weiter hier. Also eine ultra gut gemachte, für die damalige Zeit, handwerkliche Splatter-Effekt-Szene, wie dem dann eben dieses Auge entfernt wird. Dann Schnitt, da sehen wir ein paar Aquarium-Dinger hier. Einer, wo ich dachte, ist das jetzt Mr. Spock oder so? Aber nee, sah nur so ein bisschen aus, aber ohne spitze Ohren praktisch. Dann haben wir Forscher, Mann und Frau, die da irgendwo irgendwas forschen praktisch, mit Mikroskop und so weiter, volle Ausrüstung, überhaupt die ganzen Kulissen fand ich klasse, wie das alles ausgestattet war. Aber das sage ich ja nachher im letzten Teil praktisch, in der Zusammenfassung dann. Ja, dann sind sie irgendwann zu fünft, ja, so ein etwas älterer Sensei, so ein älterer Professor hier ist auch dabei, und dem werden wohl die Forschungsergebnisse mitgeteilt, so habe ich das jetzt die ganze Zeit verstanden.
Dann haben wir so einen Raum voller Gläser, wo irgendetwas eingelegt ist und so weiter. Etwas, was ich im nächsten Film, den ich bespreche, dann auch nochmal wiederholen wird, aber okay. Verschiedene Monitore, wo diverse Computerprogramme laufen und natürlich auch die Schriftzeichen sind, wo ich, die ich jetzt nicht lesen konnte. Ja, okay, aber das ist ja nicht mein Fehler, oder es ist ja mein Fehler und nicht der Fehler des Films. Ne? Deshalb, das kann man den jetzt natürlich nicht irgendwie negativ angreifen. Ja, dann kommt ein Mädchen, ein Girl rein, ja, und will wohl den männlichen Forscher abholen, und das Blöde ist, ich meine, der macht ja nichts, aber der ist halt am Arbeiten mit seiner Kollegin, die Forschende halt. So, und ja, wie es manchmal so ist, das Mädchen kommt rein, versteht natürlich alles völlig falsch, ist völlig sauer eingeschnappt und geht raus und er irgendwie hinterher, weil sie natürlich denkt, dass er da irgendwas mit seiner Kollegin hat. Ich verstehe immer nicht, warum Frauen nicht einfach mal ihrem Mann zutrauen können, dass der einfach eine weibliche Kollegin hat und gut ist, aber okay. Ich kenne das Problem. Und ja, dann ist es eben so, dass das Monster kommt dann und greift diese weibliche Wissenschaftlerin an, die Kollegin, die ja noch übrig geblieben ist. Und das ist komisch, weil die anderen sind da rausgegangen und die hören das dann und sagen, oh, wir müssen zurück, ja, auf Japanisch. Und dann ist es so, als sie rausgegangen sind, da wirkte es so, als seien sie einfach nur durch die Eingangstür nach draußen gegangen. Jetzt müssen die da Korridore und lange Gänge lang laufen und sonst was. Gefühlt 5 Kilometer, bis sie erstmal da sind. Bisschen seltsam. Und dann haben sie das noch gehört, den Schrei aus dem Gebäude raus. Selbst wenn das Fenster offen gestanden hätte, nee, glaube ich nicht. Der Mord an dieser Wissenschaftlerin durch das Monster ist aber auch wieder interessant, weil der rammt ihr so... Also der hat so Reagenzgläser, die werden so kaputtgeschlagen und dann rammt er die Reagenzgläser, 2 hier durch die Brust und 1 noch so in die Mitte und dann flatscht da das ganze Blut raus, ja. Immer noch auch sehr überzeugend gemacht eigentlich, immer noch eine heftige Szene eigentlich, auch wieder handwerklich sehr gut gemacht, dieser Mord an ihr. Die Leiche wird dann gefunden, alle sind natürlich sehr entsetzt. Das Monster hat ihr auch noch irgendwie die Zunge rausgerissen. Ja, war so ein bisschen Blattfiest-mäßig, ja, ging ziemlich schnell und sonst was, aber okay, auch immer noch für die damalige Zeit immer noch ganz was Tolles, dieser Effekt. Und ja, wie gesagt, die draußen kommen dann, finden die Leiche, dann waren sie schon bei der Polizei, ja, Polizei, Sheriff und FBI gibt es jetzt ein bisschen, die wohl ein bisschen ermitteln wollen, haben ihre Aussage gemacht und so weiter. Und ja, weil, dann ist es so, dass sich das Mädchen noch einmal, das fand ich jetzt ein bisschen unnötig, ja, es hat jetzt schon die immerhin sehr kurze Laufzeit nochmal gestreckt, weil das Mädchen praktisch, die ja nicht dabei war, hat sich jetzt den Mord von eben nochmal vorgestellt. Und wir sehen den Mord nochmal mit diesen Reagenzgläsern. Also so doll war es noch auch nicht und so debil bin ich auch noch nicht, ja, oder dement, dass ich es direkt nochmal sehen muss, um es auch verstanden zu haben. Nach dem Motto, habt ihr auch verstanden, was das Monster gerade gemacht hat? Ich weiß es nicht. Also, okay, hätte man auch kürzer machen können. Naja, egal. Dann ist es irgendwie so, dass einer der wissenschaftlichen Wissenschaftler oder so das Mädchen auf offener Straße anspricht und irgendwie um Hilfe bittet. Ja, ich vermute mal, er erzählt schon so ein bisschen, was das da passiert ist. Und während er sie praktisch um Gnade fleht oder um Hilfe bittet, kommt ihr Freund eben an. Diesmal eher völlig wütend und sauer und verscheucht den und mit fuchtelnden Armen und so weiter. Ich weiß auch nicht warum. Und ja, später sieht man dann nur, oder sie ist unterwegs, sucht dann die beiden und wie sie dann an den Bäumen langläuft, ist dieser wissenschaftliche Wissenschaftler plötzlich da und ja, sein Gesicht völlig zerfetzt und ist da am Baum und fällt auf sie drauf und ist ja, tot. Also da hat das Monster dann auch wieder ganze Arbeit geleistet. Ja, dann gehen die beiden nachts nochmal ins Labor und wollen irgendwelche Daten auskundschaften. Ja, deshalb vermute ich, dass der Wissenschaftler eben ihr erzählt hat, was dort passiert ist. Und sie suchen halt nach Daten auf diversen Floppy-Disks und so weiter, ja, andere Zeit halt, ne, noch nicht USB und Cloud-Speicher, sage ich mal so. Und ja, ultra toll, das war für mich das persönliche Highlight an dem Film. Das macht diesen Charme aus von so alten Filmen, müsst ihr euch vorstellen, die kommen ja rein in das Labor. Und es soll ja suggerieren, dunkler Raum, Spannung, hoffentlich ist keiner da. Und dann machen sie so... Ja, dieses urige, quietschende Geräusch beim Türöffnen.
Das war für mich das Highlight am Film, weil ganz ehrlich, das war der atmosphärischste Moment, weil dieses Geräusch, das ist so klassisch und urig, dass man denkt, passiert jetzt was? Wo kommen sie jetzt hin? Lauert da vielleicht irgendeiner? Ja? Das baut Spannung auf noch und nöcher, obwohl ja nichts passiert dann, okay. Finden sie halt noch eine Leiche und wie gesagt, sie haben die Leiche schon gefunden, sie gehen jetzt da rein, genau, aber jetzt kommt gleich noch was. Der eine Polizist ist irgendwie hinterhergegangen. Dann flüchten sie aus Angst, ja, und dann werden sie auch verfolgt von den Polizisten. Dann ist nämlich dieses Monster wieder da, das kommt plötzlich wieder, leuchtet irgendwie so lila, warum auch immer. Und die Polizisten schießen auf den, aber das klappt nicht wirklich. Und der eine wird dann praktisch, der hat ja die Pistole. Und das Monster kommt ja und nimmt die Hand mit der Pistole und drückt den schon die Zähne aus. Ja, der schlägt also die Pistole so gegen die Zähne. Das passiert aber so sanft und auch schnell, das wirkt ja so ein bisschen, naja. Also es war schon komisch, dass die Zähne da so schnell eingedrückt werden. Und dann schießt er natürlich und Kopfschuss und alles ist voller Blut und alles ist weg. Gar nicht mal ein so sanfter Kill, also gar nicht mal so unhart, ja, also deshalb, also ich bin sicher, wäre der Film damals bei den Behörden gelandet hier in Deutschland, wäre der auf dem Index gelandet, mindestens. Wenn nicht sogar auf der Beschlagnahmungsliste, weil der Film wesentlich härter ist als zum Beispiel Cyclops und, also immer noch ein ziemlich harter Kill. Auch der zweite Polizist wird dann getötet und die beiden flüchten dann irgendwie in ein Auto und stehen dann ziemlich lange im Dunkeln mit dem Fahrer da und unterhalten sich, ich weiß nicht genau. Und dann finden sie nämlich das, was ich als nächstes sagen wollte, die nächste Leiche eben von dem alten Mann, von dem alten Wissenschaftler, finden noch so eine Diskette praktisch und dann kommt das Monster. Und hier ist es jetzt so interessant, auch das Monster redet jetzt mit dem, ja, dieser eine Wissenschaftler, der noch irgendwie übrig ist, der unterhält sich längere Zeit mit dem Monster und dann wird das Monster auch demaskiert, weil, müsst ihr euch vorstellen, das Monster ist die ganze Zeit mit so einer Art Mantelmaske, so wie bei Mask of Murder und mit einem Hut umhergelaufen. Das heißt, man hat gar nicht gesehen, dass das ein Monster ist. Erst ganz am Ende, als das alles wegfliegt, da sieht man eben dieses grausig entstellte Gesicht. Entstellt ist falsch, dann würdet ihr so an einen deformierten Menschen denken. Nee, es sieht gar nicht mehr menschlich aus. Es sieht aus wie so ein X-Tro-Alien oder so, ja. So ähnlich. Und dann rammt es den einem Mann den Arm in den Bauch, aber er kann am Ende noch so eine chemische Flüssigkeit draufwerfen. Und ja, irgendwann ist der Film dann auch zu Ende und das Paar steht dann irgendwie wieder am Strand von Stuttgart oder so und hat dann noch ein paar andächtige Worte und dann ist der Film auch vorbei. Ja, also es ist doch relativ viel passiert. Ja? Obwohl der Film nur eine halbe Stunde geht, haben wir relativ viele Szenen mit vielen Kleinigkeiten und es ist aber auch eigentlich irgendwo immer was los. Natürlich hat der Film jetzt keine wirkliche Charaktertiefe, die kann er gar nicht haben, weil da passiert ja nicht viel, außer dass wir hier dieses Paar haben, wo einer immer eifersüchtig ist, wenn der andere angesprochen wird. Das würde ich aber jetzt nicht als Charaktertiefe bezeichnen. Also, naja, es geht hier wirklich gar nicht mal um die Charaktere, es geht wirklich darum, wann schlägt das Monster zu, wie ist es überhaupt entstanden. Ja, ich bin sicher, das hat der Film in den Dialogen erklärt, dass es irgendwie ein Experiment war oder sonst was oder vielleicht auf die Erde kam mit den Meteoriten. Und wie ist es am Ende aufzuhalten? Das sind eigentlich die spannenden Fragen dieses Films. Und ich finde, dieser Film kann auf jeden Fall mit seinen Splatter-Szenen in der heutigen Zeit noch punkten. Ja? Auch in der heutigen Zeit sind die Splatter-Szenen von einer Qualität, die wirklich immer noch ihresgleichen sucht. Ein, zwei Stellen waren so ein bisschen, das mit den Zähnen und so weiter, habe ich gesagt, das hätte man noch besser machen können, aber okay. Hier ist es jetzt so gewesen, eher so, wie gesagt, diese Augenszene am Anfang, die war echt großartig gemacht, das mit den Reagenzgläsern, obwohl es nicht hätte zweimal gezeigt werden müssen und so weiter und so fort. Also dieser Film hat immer noch tolle Effekte und bietet sich eigentlich an für eine Veröffentlichung. Ja. Es gibt in Deutschland Bootleg-DVDs, ja, wenn man die überhaupt noch kriegt, weil der Film extremst selten hier ist. Es gibt ein japanisches Video, ja, was vor vielen Jahren mal in einem Magazin besprochen wurde. Das war eigentlich das einzige Mal,
dass der Film wirklich bekannt gemacht wurde in Deutschland. Ja, ist auch eine bessere Fassung, weil die Bildqualität sehr gut sein soll. Ja, aber ansonsten kommt man an den Film nicht wirklich ran. Ja, klar, übers Internet findet man ihn vielleicht, weiß ich nicht, ob er wird irgendwo bestimmt zu finden sein, ja. Mittlerweile ist alles im Internet zu finden, aber wenn man sagt, man will es ja physisch in der Sammlung haben, ja, da muss man dann schon gucken. Also entweder sucht man sich so eine Bootleg-DVD oder geht tatsächlich den korrekten Weg und sagt, ich will aber das Original-Japan-Tape haben. Das wird man aber auch nicht für, sagen wir, 5 Euro finden. Ne? Gehe ich mal einfach von aus. Ich habe nicht danach gesucht, weil ich habe den Film ja entsprechend. Ja, also wie gesagt, Biotherapy, wenn man den jetzt noch verstehen würde und sagen würde, okay, so ist alles klar, super Sache, kurzweilig, da nur eine halbe Stunde, ja, auch nicht länger als Aftermath. Und den gibt es auch von Dragon auf DVD, also warum nicht diesen Film hier? Und nee, also wirklich toller, alter, japanischer Splatterfilm mit ein paar immer noch beeindruckenden Szenen, toller Monstermaske und, Musik, Atmosphäre, die Ausstattung, die Kulissen mit diesem Labor, allein die ganze Ausstattung, das würde heute nicht mehr so gedreht werden. So würde man das heute nicht mehr machen. Das wäre heute ein so steriler Raum, da wäre wahrscheinlich nichts drin. Aber hier noch irgendwie noch so ein Kühlschrank da hinten und da die Reihe mit den Reagenzgläsern und alles, das ist einfach vollgestellt, aber es sieht so realistisch aus. Da arbeiten auch Leute, ja, diese alten, urigen Computer und so weiter, die haben ja auch noch ein bisschen Charme und so weiter, ja, also es ist halt was da, ja, das ist ein Arbeitsplatz, wo auch mal gearbeitet wird, ja, und nicht irgendwie, ja, Dr. Wu's Labor, ne? Schaut euch Dr. Wu's Labor in Jurassic World an, da ist so nichts drin, außer ein bisschen Bernstein, also ganz ehrlich, da kann keiner arbeiten. Das kann man mir nicht erzählen. Es kann nicht alles nur mit Holographie und sonst was gehen. Man muss auch irgendwann mal ein handfestes Resultat haben. Deshalb. Also da gefällt mir dieses Labor hier aber wirklich wesentlich besser. Ja, das war's eigentlich auch schon. Mehr habe ich zu Biotherapy nicht zu sagen. Ich kann ihn empfehlen für die Zuschauer, für die geneigten Zuschauer, die sich sowas gerne anschauen. Für alle anderen wird er wahrscheinlich nichts sein. Und wie gesagt, wenn euch daran stört, dass die nur Japanisch reden, dann wird es auch ein bisschen schwierig. Aber okay, vielleicht gibt es den ja auch irgendwo untertitelt im Internet. Wäre ja möglich. Und ja, beim nächsten Mal möchte ich über einen deutschen Klassiker sprechen, und zwar über Nekromantik von keinem geringeren als Sir Jörg Puttgereit. Ich würde mich freuen, wenn ihr natürlich alle wieder einschaltet. Einen kurzen Vorgeschmack dazu gibt es im Anschluss an dieses Video. Ich sage jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao. Nächstes Mal bei Akte Gore. Und da kommt da einer und nimmt das so. Und ich wollte erst als Witz aufschreiben, der klaut das jetzt, ne? Er klaut es. Es ist Tatsache. Es ist tatsächlich eine Tatsache. Der Robert hier ist nämlich, ja, der hat so eine nekrophile Ader, genauso wie seine Freundin, und er nimmt das Auge einfach mit, dass das auch überhaupt niemanden auffällt. Aber okay. Ja, dann irgendeiner hat eine Unterredung beim Chef, ja, das ist der Vorarbeiter, der kann mit dem Robert nicht so gut, der will immer, dass der irgendwie verschwindet oder entlassen wird oder keine Ahnung. Dann sehen wir schon den Wohnort vom Robert, irgendwie so einstürzende Neubauten oder so. Und er kommt nach Hause, und das war auch lustig, weil er kommt nach Hause und die, also diese Tatortsäuberungsfachangestellten, die haben ja so einen Schutzanzug an. Ne? Damit, wenn die mit Blut in Kontakt kommen und so weiter, dass das nicht alles verschwindet, ist auch okay, finde ich okay, dass die das gemacht haben. So, ist es aber so, gibt es da nicht gewisse so Hygienevorschriften, Vorsichtsmaßnahmen, Dienstvorschriften oder irgendwie so was in der Art, wenigstens ein Handbuch für den klassischen Tatortreiniger? Weil, müsst ihr euch vorstellen, der kommt nach Hause, zieht seinen Anorak oder was er hat aus, und darunter ist dann immer noch dieser blutige Anzug.